Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung sind für viele Kirchen und Gemeinden rund um den Globus Orientierung in ihrem Einsatz für Menschenrechte, Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Frieden meint dabei nicht nur die Abwesenheit von Gewalt und Krieg, sondern einen viel umfassenderen, im biblischen Sinne Shalom. Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung durchziehen die ganze Bibel wie ein roter Faden. Gott schenkt uns Gerechtigkeit und befähigt uns, dass wir auch anderen gerecht werden. Anderen Menschen, anderen Tieren, seiner Schöpfung. Wir sollen die Erde bebauen und bewahren. Und das heißt eben auch, achtsam mit den Ressourcen des Bodens umzugehen und mit Respekt gegenüber unseren Mitgeschöpfen, anderen Menschen und den Tieren. Seit vielen Jahren sind wir international und ökumenisch unterwegs. In Baden-Württemberg haben 2017 die beiden evangelischen Landeskirchen und die beiden römisch-katholischen Diözesen ein Bündnis für Klimagerechtigkeit geschlossen. Seither arbeiten wir enger zusammen für Gerechtigkeit und Frieden und Klimaschutz. Aus diesem Bereich wollen wir Ihnen nun einige Beispiele vorstellen. Und zum Abschluss wird Synodalpräsidentin Voth etwas sagen über die Arbeit der Landeskirche und unserer Gemeinden. Ich heiße Elfriede Dörr und bin Pfarrerin und Beauftragte für Ökumene und Fortbildung in der Evangelischen Kirche Augsburgerischen Bekenntnisses in Rumänien, einer Partnerkirche der Württembergischen Landeskirche. Mir ist es ein Rätsel, wieso das alles in der rumänischen Öffentlichkeit kein Thema ist. Die Wüstenbildung in unserem Land nimmt zu, die Biodiversität geht zurück und die Wälder werden abgeholzt und es ist kein Thema. Dabei sind die Menschen hier davon unmittelbar betroffen. In Hammersdorf errichtet unsere Kirche gerade ein Kompetenzzentrum für die Bewahrung der Schöpfung. Vernetzung in unserer Gesellschaft und international ist der entscheidende Hebel für mehr Umweltschutz und Klimagerechtigkeit. Mein Name ist Fusullah Talukta. Ich arbeite im Projekt Christian Commission for Development in Bangladesch. Durch den Anstieg des Meeresspiegels wird hier regelmäßig alles mit Salzwasser überflutet. Trockenheit, Trinkwassermangel, versalzene Böden bedrohen unseren Lebensunterhalt. Dabei haben wir kaum zur globalen Erderwärmung beigetragen. Das 1,5-Grad-Ziel muss unbedingt eingehalten werden. Mein Name ist Endeshaw Kassa. Ich bin Programmkoordinator der Mekane Jesuskirche in Äthiopien. Die Bewohner von Chulke haben vor einem Jahr begonnen, Terrassen und Steinwälle anzulegen, damit unsere Böden nicht weiter erodieren. Dahinter haben sie Erde angehäuft, in der sie Setzlinge des Luzernenbaums gepflanzt haben. Diese Baumart speichert Stickstoff und versorgt den Boden mit Nährstoffen. Zudem haben sich alle im Dorf verpflichtet, keine Tiere mehr in dieser Schutzzone weiden zu lassen. Ich bin Pfarrer José Pilar Álvarez Cabrera von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Guatemala. Ich unterstütze die Kleinbauern vor Ort seit gut 20 Jahren bei der Umstellung auf ökologische Landwirtschaft. Der nachhaltige Anbau bringt nicht nur den Kleinbauern bessere Ernten, sondern schützt zugleich die Nebelwälder, die als natürliche Wasserreservate Trinkwasser für 300.000 Menschen bereithalten. So leisten die Kleinbauernfamilien einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz. Allerdings roden Konzerne und Großgrundbesitzer immer mehr Wälder, um das Holz zu verkaufen und Weideflächen für ihr Vieh zu gewinnen. Umweltschutz und die Landrechte der Kleinbauern bleiben so auf der Strecke. Der Einsatz für Klima- und Menschenrechte bedeutet für uns Bedrohung und Verfolgung durch die Mächtigen. Unser Überleben ist schon heute akut bedroht. Die Beispiele unserer Partnerkirchen unterstreichen, dass Klimagerechtigkeit und Frieden auf der Welt nur durch unser aktives und rasches Handeln von uns Menschen, die wir die Nordhalbkugel bewohnen, gelingen kann. Die Württembergische Landeskirche hat ein Klimaschutzkonzept, das laufend fortgeschrieben wird. Ein Anfang, ein erster Schritt. Die Landessynode arbeitet seit vielen Jahren papierlos und kompensiert ihre Treibhausgasemissionen
Sie übernimmt Verantwortung. In der Herbstsynode 2020 haben wir den Beitritt zur Initiative Lieferkettengesetz beschlossen. Und nun ein weiterer Schritt. In der Frühjahrssynode wird aus den Reihen der Synode ein Klimaschutzgesetz für unsere Landeskirche eingebracht. Doch auch jetzt schon können Gemeinden ihren Beitrag zur Klimagerechtigkeit und zum Frieden leisten. Zum Beispiel durch den grünen Gockel, dessen 20. Geburtstag wir im vergangenen Jahr gefeiert haben. Nur gemeinsam zwischen Nord und Süd, Gesellschaft und Kirche, können wir stark sein für Klimagerechtigkeit und Frieden.